Ja, dann würde ich gerne Mischka Popp und Thomas Bergmann nach vorne bitten. Zwei Leute heute hier, die an dem Film mitgearbeitet haben. Einmal die Denise Mawila als Schnittassistentin. Ist der Michael Busch noch da? Das ist der Michael Busch. Und der Tonmann. Er hat den Ton gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es richtig ist, dass wir hier jetzt rumhocken und versuchen, ins Gespräch zu kommen, aber wir sind zumindest da. Ja. Ich finde es klasse, dass ihr alle gekommen seid. Super. Hätte ich nie gedacht. Und es ist komisch, wenn man so einen Film so nach so einer langen Zeit sieht. Man kennt ihn zwar in- und auswendig, aber auch wenn man möglicherweise manches heute anders machen würde, ich wüsste gar nicht genau was, ich finde, der hat immer noch einen ziemlichen Bums. Irgendwie, ne? Ne? Also ich finde auch, die Auswahl der Protagonisten sehr interessant. Also da wäre auch gleich nochmal die Frage, wie Sie die Protagonisten gefunden haben. Ich finde auch sehr schön zu sagen, diese Mischung, dass eben einerseits eben Leute, die wahrscheinlich schon von Geburt an bestimmte Behinderungen oder bestimmte Probleme hatten, dass es Leute gibt, die eben den Tick haben, wie bei dem Tourette-Syndrom, die eben dann sehr bewusst eigentlich mit ihrem Tick leben, und dass es eben einige Leute gibt, auch die durch einen Unfall oder durch eine Operation sich sozusagen verändert hat, und auch sagen, wie deren Reflexion oder auch wie die mit ihrer Situation umgehen. Also diese drei finde ich sehr spannend, und vielleicht können Sie noch mal was zu Ihrer Auswahl oder wie Sie die Leute gefunden haben, ob das von Anfang an so intendiert war, diese drei. Gut, liegt jetzt lange Zeit dazwischen, aber vielleicht gibt es ja doch noch. Also ich kann mich nur noch erinnern, dass die Vorarbeiten für diesen Film sehr lange gedauert haben. Anderthalb Jahre gedauert. Wir sind in verschiedenen Einrichtungen gewesen, in Kliniken, haben uns beraten lassen und sind rumgereist. Bei vielen war es nicht möglich zu drehen, weil es gibt viele rechtliche Probleme. Und dann ab einem bestimmten Punkt haben wir gesagt, wir wollen jetzt ja auch nicht unbedingt jetzt Krankengeschichten aufblättern. Und haben dann einfach so instinktiv, wie man Filme macht, nach Menschen geguckt, die irgendwas hatten, wo wir gesagt haben, das interessiert mich. Da möchte ich jetzt mal wissen, wie funktioniert das eigentlich. Wobei ich sagen muss, irgendwie auch während der Dreharbeiten noch hat uns oft dieser Film ratlos gemacht. Aber es war auch sehr komisch. Es waren auch Dreharbeiten, bei denen wir auch sehr viel gelacht haben, komischerweise. Ja. Aber manchmal gar nicht wussten, nicht über die Leute, sondern über die Situation, wie man weitermacht, ja. Den man sich selber befunden hat. Weil es gab ganz viele Situationen, die waren überhaupt nicht planbar. Da muss man irgendwie ganz schnell reagieren. Zum Beispiel entweder hat es geklappt oder nicht geklappt. Zum Beispiel diese Sternstunde mit dem Gerhardchen, mit seinem Schwarz. Diese Eruption, die aus ihm rausbricht mit den tausend Sorten Schwarz. Ich sage nur norwegisch Uniformschwarz. Ja? Also, das finde ich unglaublich. Ja? Das sind so ganz seltene Momente, die sind ungeplant, und man weiß genau, je länger das dauert, desto mehr bist du ganz sicher, dass du etwas Unglaubliches erwischt irgendwie. Ja? Wie ein Sammler. Und wir wollten ja auch keinen Film über keinen Medizinfilm machen, sondern einen Film über Leute, die versuchen, mit ihrem Schicksal klarzukommen und ein bisschen die dazu befragen. Zum Beispiel das sind ja so unglaublich vielfältige Sachen, wir wollten auch den medizinischen Jargon vermeiden, dass man sozusagen, sind ja dicke Bücher geschrieben worden. Inspiriert wurden wir letztlich unter anderem durch den Oliver Sacks, diesen New Yorker Neurologen, der diese wunderbaren Sachen geschrieben hat, unter anderem der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Aber auch den russischen Neurologen Luria, der in den 30er, 40er Jahren im Stalinismus geforscht hat, und zwei Protagonisten wie Sigmund Freud unendliche Krankengeschichten über Jahrzehnte begleitet hat, über einen Mann, der nichts vergessen konnte und der alles präsent hatte, und einen Mann, dem die Welt in Stücke brach, der nichts behalten konnte, wie unser Mann, der sich an nichts mehr erinnern konnte. Und dieser Mann war auch das Vorbild für Oliver Sacks, und den haben wir mit großem Gewinn gelesen, diesen Mann. Eine sehr, sehr humane Wissenschaft.
Na, ich fand auch so schön, wie sie sich sozusagen auch auf die Leute eingelassen haben und auch die Fragen, die sie gestellt hatten, die jetzt gar nicht, also eben so ganz ein anderes Universum sozusagen auch nochmal aufgemacht haben. Und das fand ich auch sehr schön. Oder auch die Frage nach den Träumen oder nach so bestimmten Sachen, das fand ich, genau, fand zum Beispiel schön. Diese Ruferin in Marburg, die, ja eine Verrückte im Sinn von verschoben ist, die deren Symptom ist sozusagen, sie kann sich nicht konzentrieren. Sie sieht etwas und erzählt sofort die Geschichte dazu. Und hier ist die Tochter da und da der Blumentopf sehen sie und dann sehen sie das und das, das, das. Und so wie sie sich umsieht, hat sie tausend Geschichten und kriegt keine richtig klar und keine, sozusagen, sie kriegt keinen Zusammenhang in der Welt. Aber alles, die Gegenstände sprechen zu ihr und erfüllen sie bis zum Platzen mit Geschichten und zum Schreien. Ganz merkwürdig. Ja, es ist ein bisschen auch so eine Wunderwelt. Und das Interessante ist zum Beispiel bei diesen Tourettes, habe ich so an uns gemerkt, dass es auch irgendwie selber Spaß macht, so aus der Spur zu laufen und so verrückte Sachen zu machen, die man sich eigentlich nicht traut. Das ist irgendwie was ganz, ganz Seltsames. Das war die Krankheit, die uns so am meisten nicht sozusagen gebockt hat. Das kann man gar nicht sagen, aber der Springteufel in einem, dass man sagt, eine hohe Faszination. Tourette ist sozusagen der totale Anti in einem selbst, ja, der totale Anti. Du sagst schwarz, sofort sagt einer sofort in dir weiß. Immer das Gegenteil und immer das Schlimmstmögliche. Heil Hitler, du Arschloch, sowas, ja. Und obwohl es gar nicht mehr ist, so, das ist der Provo in einem, ja. Das ist eine ganz faszinierende Krankheit, natürlich furchtbare Art, wenn man sie hat. Aber trotzdem ist es eine so anthropologisch gesehen oder menschlich gesehen eine unglaublich, also und dieser, das war auch Oliver Sacks, wenn er so sagen kann, Lieblingskrankheit. Ja, wobei man auch sagen muss, dieser Tourette kann eigentlich überhaupt nicht Klavier spielen. Der hat sich einfach hingesetzt und spielt dann irgendwas. Und dann hat er eigentlich keine Ticks. Und dann gibt es noch ein Phänomen, was man sich auch nicht erklären kann. Zum Beispiel, wenn er eine Fußmassage bekommt, die muss möglichst lange dauern, dann hat er auch keine Ticks. Das kann sich niemand erklären. Das ist einfach so, ja. Ja. Ja, vielen Dank für den tollen Film. Eine Anmerkung, eine Frage. Die Anmerkung ist, was sehr schön ist bei den Tourette-Leuten, ist, dass sie über ihre Krankheit sprechen, dass man dieses selbstreflexive Moment da drin hat, dass die Kranken sozusagen bezeugen und sprechen über die Krankheit in einer auch reflektierten Form. Das ist, finde ich, sehr schön. Dass die Frage ist, haben Sie sich überlegt, jetzt nach 20 Jahren oder 10 oder 15 Jahren diese Leute nochmal zu besuchen? Das fände ich nochmal sehr wichtig, um zu sehen, wie die Entwicklung dort ist. Ja, also dieser Christian, dieser Junge mit diesem Pullover, der hat inzwischen geheiratet und hat eine Tochter und ist nach wie vor ein Computerfreak. Das ist auch etwas, weil er das zu Hause natürlich machen kann, und zwar in einem relativ geschützten Raum. Nach wie vor nimmt er wenig Medikamente, das heißt, er hat immer noch seine Ticks. Der andere Tourette ist auch, der hat, glaube ich, 2 Kinder inzwischen und nimmt nach wie vor Medikamente und hat das ganz gut geregelt. Das ist mal von den beiden, von denen wir das wissen. Der Herr Pauk, das ist der mit diesem Unfall beim Joggen, der ist dann ziemlich bald nach den Dreharbeiten auch in eine Klinik, in ein Heim eigentlich gekommen, weil das war einfach zu Hause nicht mehr zu machen. Die Frau hat gesagt, nachts bin ich plötzlich aufgewacht, weil ich ein Geräusch gehört habe, und dann habe ich gesehen, dann war mein Mann am Kühlschrank und hat in rohes Fleisch gebissen oder so. Das war einfach innerhalb dieser Familie, die sich sehr, sehr bemüht hat, war das überhaupt nicht mehr zu machen. Ja. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, das ist eigentlich nicht in den Sinn gekommen. So haben wir nie gearbeitet, dass wir sozusagen revisited, so Langzeitbeobachtungen machten oder so etwas. Eher nicht, sondern uns haben die Themen interessiert. Wir haben versucht, uns da wie in eine Expedition in einen fremden Kontinent einzuarbeiten, so gut es ging. Das war immer für uns auch sozusagen wie auf Forschungsreise auf hohe See zu gehen, in einem schwankenden Boot. Aber wir hatten nicht das Bedürfnis, die dann nochmal, obwohl wir mit einzelnen Leuten hat man aufgrund seiner Arbeit manchmal menschlichen Kontakt und telefonischen, oder man sieht sich manchmal aus Zufall oder nicht. Aber wir wollten dieses Thema also nicht für abgeschlossen, aber wir sind dann
wieder zu Neuland aufgebrochen. Hm. Wir hatten ja ein gemeinsames Thema und das kommt in dem Film auch vor, Kunst und Geisteskrankheit. Ja. Und ich will von euch beiden für alle, weil das Thema lässt einen ja nicht los, wissen, hat sich bei euch vorher oder während, also während Cooking zum Beispiel, einfach diese Grenze sachte aufgelöst? Absolut. Das haben wir versucht, auch so mit unseren paar drögen Worten, dieses Gefühl, du bist sozusagen diese Atmosphäre, die saugt dich ein und die gibt dir ein Gefühl von Normalität in Gänsefüßchen, was völlig unnormal ist. Du lässt dich auf diese Leute ein und verstehst sie. Also die letzte Autonomie bei diesen Leuten war das Rauchen, intensiv. Ja, das war auch, wenn die nichts hatten, also da haben sie diese Bewegung gemacht. Also haben wir dann verstanden, das ist die letzte Autonomie, war wirklich das Rauchen oder so tun, als würde man rauchen. Ja. Aber wir reden jetzt also nicht von dieser schönen Vorstellung, dass die Kunst die Welt erlöst. Das meine ich eigentlich nicht, sondern weiß ich doch. Ja. Das ist unglaublich, ja. Ja. Ja, absolut, absolut, ja. Absolut, absolut. Wenn man diesen Mann sieht, der diesen älteren Herrn Schirtner, mit der großen Kreide, der diese lang mit diesem sicheren Strich malt, unglaublich, ja, das ist also wie die Verlängerung seiner selbst, ja, das ist unglaublich, es kommt aus ihm heraus, wie ein Wunder. Aber interessant ist, dass das eben auch nicht so ganz automatisch gelaufen ist, also der Feilacher, der Leiter dieser Einrichtung hat uns gesagt, also auch die brauchen eine feste Struktur, es gibt dann einfach Zeiten, da müssen die sozusagen an ihren Arbeitsplatz, ins Atelier, an ihre Leinwand oder in ihre Werkstatt. Also es ist nicht so, dass das einfach so läuft und das kommt, überfällt sie dann die Kunst. So ist das offensichtlich auch nicht. Ich meine, dieses Phänomen Waller war ja auch hier im Museum, war der Waller ja auch ausgestellt. Ich meine, das ist... Die sind ja bis nach New York geflogen und standen dann da rum und wurden in der Kunstszene und im Kunsthype von New York rumgereicht und standen immer etwas grinsend neben ihren eigenen Werken und haben immer mit dem Kopf genickt und so weiter. Ich möchte mal wissen, was die dabei gedacht haben. Aber das, ja, also erst nochmal vielen Dank. Ich bin ziemlich oder sehr aufgewühlt. Ich muss das erstmal verarbeiten. Mhm. Und ich finde, ich habe auch etwas Angst und noch mehr Angst, weil ich manche Menschen ja auch kennengelernt habe, zum Beispiel in einem Heim für ältere Menschen und so weiter. Mhm. Und das ist jetzt hier nochmal einen Schritt weiter. Ich wüsste gerne, ich habe das nicht verstanden mit diesem Russen, den Sie erwähnt haben. Ja. Und dann wüsste ich gerne, wie die Arbeitsverteilung war. Also ich beschäftige mich im Moment auch mit Frauen, Männerfragen, auch Filmproduktion. Und Glückwunsch für Ihre jung gebliebene Stimme. Dankeschön. Ach Mensch. Hey, das Einzige an mir ist jung, meine Stimme. wie meinen Sie Arbeitsteilung? Zwischen uns? Ja, das ist nicht immer so. Unsere Arbeitsteilung ist so, dass wir die Recherchen meist gemeinsam machen, arbeitsteilig. Da war ich ein bisschen in der Vorhand, weil Mischka in anderen Filmproduktionen, Endproduktionen beschäftigt war. Wir machen das Konzept gemeinsam, die Dreharbeiten gemeinsam. Beim Schnitt trennen wir uns, weil Mischka da viel besser ist als ich. Ich bin nicht so strukturiert wie Mischka und ersaufe im Material eher, obwohl ich nicht dran hänge. Und Mischka ist da viel härter und kann sich von dollen Sachen trennen. Wir haben überhaupt im Film generell von ganz gelungenen Sequenzen uns getrennt, wenn die uns nicht in den Zusammenhang passten, haben wir sie gnadenlos rausgeschmissen. Was ich finde, bei vielen Filmemachern nicht so ist, weil die sind so verliebt in ihr schönes Material und hängen dran. Das muss man radikal kürzen. Weniger ist dafür wirklich mehr. Also, ja, unsere Zusammenarbeit, wir leben und arbeiten ja zusammen. Das ist nicht ganz einfach, weil wir verbringen ja im Prinzip 24 Stunden pro Tag miteinander, wenn man so will, nicht? Und Luft im System ist da absolut notwendig. Das heißt, getrennte Räume, getrennte Veranstaltungen und so weiter. Das muss einfach sein, sonst geht man sich auf den Keks. Da
Das ergibt sich ganz einfach. Wir arbeiten zusammen seit 1973, 83 haben wir eine Film GmbH gegründet. Bitte nicht die ganze Arie. Nee, nicht, bitte nicht, nein. Aber so Filme machen ist eine sehr komplexe Sache. Manchmal sind Dokumentarfilme sehr gut ausgestattet, man hat viele Leute, viel Unterstützung und manchmal auch nicht. Das heißt, es braucht immer auch einer, der den totalen Überblick hat. Und dann gibt es einfach Situationen, wenn man sehr lange zusammenarbeitet, dann weiß man schon, der kann das gut und der andere kann das gut. Und das ergibt sich ganz einfach. Und ich finde auch in Dokumentarfilmen... Also wir haben also dieses Problem, wer was macht, ob Mann oder Frau, haben wir nicht so, da wir auch immer selber produziert haben. Also wir mussten auch nicht gegeneinander kämpfen, wobei wir immer heiße Auseinandersetzungen haben, Thomas und ich immer auch gehabt haben über die Arbeit, aber das ist was anderes. Aber das hat jetzt nicht in diesem Arbeitszusammenhang. Und da kann man ja hier auch die Leute, die mitgearbeitet haben, können sich ja mal fragen, wie die das so erlebt haben. Denise, wie hast du das erlebt? Also Denise war überwiegend im Schneideraum. Ja. Es war immer eine sehr tolle Atmosphäre, zu den beiden nach Hause zu kommen. Es wurde ja zu Hause gearbeitet. Es gab immer Tee, es hat immer gut gerochen, es war warm. die Auseinandersetzungen wurden geführt, aber die waren sehr eben an dem Material. Ja, der Schnitt ist ein hartes Geschäft, ja. Sehr hart, ja. Na, ich wollte mal sagen, dass es eigentlich das Schöne an der Arbeit ist, dass es so irgendwie aus den Fugen geraten ist. Im positiven Sinne hat die sich... Stimme zu. Die hat sie sich sozusagen über sich selbst rausgewachsen. Das Tolle an dem Film, an dieser Arbeit ist, und da sind alle dran beteiligt, ob es Machen ist, das Schneiden, das Hinfahren. Also was da dran war, war, dass es eben kein durchgezogenes Konzept war, sondern dass man praktisch reingefallen ist in eine unglaubliche Vorstellung und auch in eine überwältigende Realität. Und das Zusammentragen ist dann einfach nicht mehr in einem positiven Sinne beherrschbar. Das heißt, dieser Film hat ein paar Schlagseiten, die gehen wirklich weit in die Kunst rein, einfach weil er nicht mehr versucht, alles rationalisiert zu kontrollieren. Und das finde ich großartig. Ich erröte. Mich würde mal interessieren, was die Motivation für Sie beide war, diesen Film, also mit dieser doch recht außergewöhnlichen Problematik zu drehen, das als Projekt anzugehen. Also es war immer so, dann wir sind Filmemacher und haben immer viel gelesen und sind immer viel ins Kino gegangen und lesen auch Zeitungen. Und dann kommt man, manchmal hat man so eine Idee oder man liest ein Buch und sagt, Mensch, das könnte was sein. Und dann fängt man an, noch mehr zu lesen, grenzt das ein auf eine bestimmte Thematik und dann entsteht was. Und dann versucht man irgendwie... zu überlegen, gibt das was her für einen Film, wobei man sagen muss, bei diesem Thema konnten sich natürlich viele Leute, es geht ja auch immer um Geld, sowas kostet ja auch ein bisschen was, den Leuten klarzumachen, was wir eigentlich wollten, aber irgendwie haben wir das auch hingekriegt, weil alle Leute haben gesagt, was sich im Kopf abspielt, wie soll das denn aussehen, was gibt das denn für Bilder? Das wollte ich mal sagen. Unsere Filme finden eher nicht im Zentrum der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen statt, sondern haben es eher mit den Randerscheinungen und Randgruppen zu tun. Und das interessiert uns, weil vom Rande her die Ränder finde ich sehr interessant einer Gesellschaft, ohne dass sich das so Soziologendeutsch verunstaltet anhört. Und zweitens glaube ich auch, dass wir immer etwas versuchten, etwas in Gänsefüßchen Unmögliches in Angriff genommen haben, nämlich das Unsichtbare zu verfilmen. Das sind ja Krankheiten, die du
zwar sehen kannst, aber du kannst nicht den Leuten in den Kopf sehen. Auch zum Beispiel ein Film, den wir nur mit Blinden gemacht haben. Wie sehen Blinde die Welt? Das war unsere Kinderfrage, von alt bis jung und so weiter. Das heißt, etwas, was man nicht sehen kann, was sich im Kopf abspielt, dafür eine Sprache zu finden, eine Filmsprache. Wir sind keine Formalisten, aber die Form ist uns im Film sehr, sehr wichtig geworden natürlich, weil die entscheidend ist für einen Film natürlich. Nicht, ist ja kein Brei. Ja, Leute, wir danken euch. Ja, wir danken für euer Kommen. Ja.